Das Schattenkabinett aus Gütersloh tagt auch in der Schule. Was passiert da? Wie greift Bertelsmann in die Schule ein? Oh, wir haben hier auch durch Erfahrungsberichte von Kollegen aus von Freiburg bis also zur Ostseeküste ganz viele Beispiele, wie Bertelsmann ins konkrete Schulgeschehen oder auch in die Jugendhilfe oder bis runter in die Kindergärten Einfluss ausübt. In der verschiedensten Weise. Aber typisch ist für Bertelsmann, dass er, wie wir das so nennen, Public-Private Partnership macht. Das heißt, Bertelsmanns Stiftung geht rein, bindet Gelder und Kompetenz der Kommune und des Landes und teilt sich auch die Kosten, indem sie vielleicht ein 50stel geben, der Rest Land und Kommune. Dann konzeptionell, beispielsweise in all diesen Bereichen gibt es ein Selbstevaluationsinstrument SEIS, wo die Datenverarbeitung durch eine Bertelsmann-Tochter ausschließlich läuft. Man kann aber auch erweitert, wenn man seine eigenen Daten zur Verfügung stellt, sich vergleichen mit anderen Schulen. Damit das deutlich wird, was man damit meint, ist, dass Eltern, Lehrer, Schüler durch einen mehrseitigen Fragebogen abgefragt werden, ist die Schulqualität gut? Und dann sind solche Fragen dabei, benutzt der Lehrer Tafelkreide oder auch einen Overhead-Projektor? Und dann kann man ankreuzen, meistens, oder stimme zu, stimme nicht zu. Und dann wird die Schulqualität geschlossen aus einem hohen Prozentrang, dass ganz viel der Overhead-Projektor benutzt wird. So, also es ist nur ein Beispiel, woran wird deutlich wird, wie unwissenschaftlich das ist. Aber Bertelsmann verfügt über, in Deutschland machen 1600 Schulen diese Evaluation so. Und die wird für einige Länder wie Brandenburg jetzt verpflichtend. So, das macht genügend, da kann man nicht sagen, die Krake Bertelsmann Anteportas, sondern die ist schon in der Schule. Aber da würde ich trotzdem auch gerne mal nachfragen, in welche Richtung könnte es denn gehen mit einer Kritik und mit dem Widerstand in der Schule, um dort was anderes zu installieren? Also das Erste ist natürlich, wenn solche innovativen oder Projekte kommen, genau sich schlau machen. Wer gesagt, wollen wir die Evaluation nach SEIS machen, das ist wissenschaftlich abgesichert, da haben wir gar keine Arbeit mit, das läuft über eine Computerfirma, da muss man schon hingucken, wer ist denn da, ob das Bertelsmann ist, SEIS und. So, bis dahin Verträge, wo gemacht werden, muss man auch, nicht einfach, dass der Schulleiter sagt, da haben wir ein günstiges Angebot, sondern da muss man sich schon rangucken. So, das ist, bevor die Sache läuft. Am besten ist natürlich, dass man das, wo Bertelsmann anknüpft, dass man das besser macht, also dass man ein eigenes Evaluationssystem an der Schule hat. Warum nicht Kollegen sich gegenseitig hospitieren, auch mal die Eltern. So, da haben wir auch Beispiele gehabt, wenn an Bundesland sind solche Verfahren entwickelt worden. Die kann man einsetzen, da braucht man nicht über Bertelsmann evaluieren. So, das Zweite ist drum kämpfen, wenn Bertelsmann kommt und sagt, ja, für das Projekt, meinetwegen in Hamburg, die Club of Rome Schulen, die nach Bertelsmann arbeiten, da gibt es eine halbe Planzelle für. Also, über die halbe Planzelle könnte man ja auch kämpfen. Vorher, wir wollen die haben für wissenschaftliche Begleitung. Also, das heißt, die beste, sich wehren gegen das Eindringen von Bertelsmann ist, selber gute Schule machen. Aber das wird ja von staatlicher Kürzungspolitik reduziert. Das ist die Schwierigkeit. Und wenn man nicht anders helfen kann, dann muss man also bis zum Boykott gehen. Also Eltern müssen keinen Fragebogen ausfüllen und Bertelsmann damit den ganzen Daten liefern. So, und da, wo das gelungen ist, sowas genau hinzugucken, haben Stadtratsfraktionen, Gemeinderatsfraktionen, bis Eltern das also abgelehnt. Und das kann hingehen, diese blöde Fragebogenmacherei. Was passiert denn einem, wenn man das selber alles ausfüllt, wenn man es nicht verändern kann? So, und wenn diese Datenerhebung alle bei Bertelsmann landen, die haben ja heute mehr Daten, 1600 Schulen haben sie alle Daten. Das hat manches Kultusministerium nicht. Wieso muss das da alles hin? Also da kann ich einen Stopp vormachen. Und wenn das nicht anders geht, dann muss ich eben selber ausfüllen. Das ist auch nicht viel wert. Dankeschön.